Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Ich bin der Olli und neben mir sitzt die Tina. Hallo. Und ich begrüße euch recht herzlich zu unserer ersten Ausfahrt nach Ochtrup. Wir treffen hier in Ochtrup ganz liebe Freunde auf dem Stellplatz an der Erholung. Ich spiele euch das mal ein. Leider ist schon wie befürchtet die Tonaufnahme im Wohnmobil nichts geworden. Und das erwähne ich gleich auch nochmal, sobald wir in Enschede in Holland sind, wird ein kleiner Ausflug. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich sage danke für euren Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert den Kanal, das macht uns sehr glücklich. Ich danke euch vielmals, also bis gleich, bis der Ton da ist. Hier an dieser Stelle fahren wir durchs Ruhrgebiet über Oberhausen auf die A31 Richtung Emden. Ist das, glaube ich, dann am Ende dieser Autobahn. Und fahren dann in Ochtrup von der Autobahn runter bis zum Stellplatz an der Erholung. Hier die Anfahrt in Ochtrup zum Stellplatz. Sehr angenehm zu fahren, ist überall 30 gewesen. War nichts los an diesem Wochenende. Also wenig Verkehr in Ochtrup. Wie ihr seht, das Wetter war bescheiden. Aber das sollte sich zum Wochenende dann auch nochmal etwas bessern. Erwähnenswert wäre hier noch, dass ein Bäcker ungefähr 900 Meter vom Stellplatz entfernt ist. Den kann man mit dem Fahrrad erreichen oder mit dem Motorroller, je nachdem wie mobil ihr seid vor Ort. Und abends könnt ihr dort auch ein türkisches Restaurant besuchen. Wir waren da mit dem Namen, ja, das Restaurant hieß zumindest Mira. Wir waren dort mit unseren Freunden und haben dort sehr gut gegessen, muss ich sagen. Und es war auch nicht zu teuer. So, und an dieser Stelle kommt auch gleich rechts die Einfahrt vom Stellplatz. Immer Augen auf, dort steht ein Schildchen, wo ihr einfahren könnt. Ihr nehmt die Kette zur Seite und fahrt dann in oder auf den Stellplatz. Da ist er, rechts geht's ab. Leider braucht die Tina hier ein wenig, um auszusteigen und die Kette wieder einzuhängen und auch wieder einzusteigen. Entschuldigt die Verzögerung. So, wie ihr seht, nimmt die Tina die Kette ab, legt sie zur Seite und ich kann bequem einfahren. So, unsere Freunde sind auch schon alle da. Wir werden den Platz gleich links für uns in Anspruch nehmen. Rechts und links schon unsere Freunde. Und wir hatten ein kleines Zeltchen auf der Wiese aufgebaut, wo wir dann gegrillt haben und lecker Glühwein getrunken haben, weil es doch sehr kalt war. So, da kommt die Doreen vom YouTube-Kanal Dodi & Dog. Vielleicht könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ist sehr interessant. Norwegen reisen. Und schade, dass der Ton wirklich hier nicht funktioniert hat. Ich entschuldige mich nochmals dafür. Aber es geht ja gleich weiter in Enschede mit dem entsprechenden Ton. Hier ein kleiner Rundumblick von dem Wohnmobilstellplatz an der Erholung in Ochtrup. Ihr seht das kleine Gebäudchen vor euch. Oder was ihr seht, ist quasi die Fähr- und Entsorgung. Dort könnt ihr Frischwasser zapfen. Hier ist Platz für ungefähr 5 Wohnmobile. An dem Wochenende standen wir dort mit 6 Wohnmobilen. Und es ist ein wirklich traumhaft schöner Platz, nah am Outlet-Center in Ochtrup. Da geht man zu Fuß 10 Minuten hin. Und wir haben dann mit unserem neuen Roller Enschede am Samstag besucht. Und da geht der Ton auch dann gleich weiter. So, der Dirk hat schon mal die Gasflasche für den Grill rausgeholt. Jetzt geht's gleich erstmal ans Grillen. Und morgen früh fahren wir dann nach Enschede. Weiter geht's mit Enschede. Und Ton! Umgefallen. So, gehen wir jetzt hin zum Markt. Ja. Zum Markt nach Enschede. Ja. Weiß nicht, ob es was wird. Wir haben die GoPro nicht dabei. Herzlich willkommen nochmal auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Ich bin der Olli.
neben die Dina. Die Dina, genau. Super, die Sonne scheint. Ja. Wir haben Karfreitag hinter uns gebracht bei schlechtem Wetter und gehen jetzt in Enschede, nah bei Ochtrup, wo unser Wohnmobil steht, auf dem Stellplatz. Wie heißt der denn? An der Erholung, genau. Ja. Heute ist Happy Wife, Happy Life. Wir gucken hier in Enschede, gehen noch auf den Markt und dann schauen wir weiter. Wir nehmen euch mit und ich weiß jetzt gar nicht, ob die erste Aufnahme was geworden ist aus dem Wohnmobil raus. Das werden wir dann zu Hause sehen. Ich sag für später. Also schauen wir mal, was hier so los ist. Erstmal ist nichts los, obwohl sie alle gesagt haben, hier ist die Hölle los vor Ostern. Also, auf geht's. Ist die Tina wieder in einem Bekleidungsgeschäft und sucht nach schönen Sommerkleidern. Ja, und wir wurden auch fündig. Zum Leidwesen unseres Geldbeutels. Genau. So, auf dem Markt von Enschede ist alles Käse. Sehr viel Käse hier zu kaufen. Der ist auch gar nicht so teuer wie in Deutschland, immer etwas preiswerter. Hier gibt es alles: Bekleidung, Obst, Gemüse, geräucherten Fisch, frischen Fisch und einen absolut grandiosen Backfisch, den wir uns natürlich auch gegönnt haben hier. An dieser Stelle seht ihr das Einfahrtsschild vom Stellplatz an der Erholung. Dort ist eine Telefonnummer abgebildet. Einfach anrufen und fragen, ob ein Platz frei ist. Und der Betreiber ist sehr nett und freundlich. Der wird euch in jeder Situation behilflich sein. Hier nochmal ein kleiner Einblick über oder auf diesen schönen, wirklich schönen Stellplatz. Ruhig gelegen. Wir haben die Nacht Bombe verbracht, kein Lärm, kein Krach, läuft alles super dort an der Erholung. So, hier seht ihr unseren Stellplatz, der jetzt direkt an der Einfahrt lag, aber dadurch, dass nur 5 Wohnmobile auf diesem Stellplatz Platz finden, hat man hier auch keinerlei Probleme mit ein- und ausfahrenden Mobilen. So, auf dieser Wiese haben wir uns das gemütlich gemacht. Wir sind schon am Montag und der Abbau unseres Pavillons läuft. Ich habe mich da mal ganz geschickt rausgehalten, um ein paar Videoaufnahmen zu machen. Und ich zeige euch jetzt natürlich hier auch einmal Ver- und Entsorgung hier in diesem kleinen Häuschen, beziehungsweise dahinter und seitlich davon. Und an dieser Stelle ist die Entsorgung fürs Grauwasser. Da kann man mit dem Wohnmobil drüber fahren. Der Dirk steht jetzt an einem Platz, wo normalerweise kein Wohnmobil steht. Dann hat man auch Platz, dort drüber zu fahren. Und ja, man kann es auch in Eimern sammeln und dann in dem kleinen Häuschen in den Abwasserkanal schütten. Hier haben wir die Möglichkeit, im Sommer, wenn es wirklich warm ist, zu sitzen und auch den Außengrill zu nutzen vom Stellplatzbetreiber. Holz liegt immer dabei. Da kann man sein Würstchen grillen. Ach ja, gibt noch einen Bombenmetzger in Ochtrup, den findet ihr auch. Da gibt es ganz klasse Pommes und Weltklasse Bratwurst. Der Stellplatz hat wirklich eine sehr schöne große Rasenfläche, auf dem auch mal ein Kind spielen kann oder wie wir dort gesessen haben. Ach, da ist der Müll, genau. Müll wird dort entsorgt. Hier liegt immer reichlich Holz, um den Grill anzufeuern. Wir hatten sehr viel Freude auf diesem Stellplatz und würden in jedem Falle wiederkommen. Hunde und Menschen waren hier sehr glücklich. Ach ja, hier habe ich das nochmal etwas näher aufgenommen. Hier haben wir einmal Frischwasser, was gezapft werden kann. Und auf der Rückseite dann die Kassettenentleerung für die Toilette.
Ja, für uns war das ein wirklich grandioses Wochenende mit sehr lieben Menschen, die zu Freunden geworden sind. Und wir wünschen wirklich allen einen schönen Sommerurlaub. Wir sind ja jetzt quasi, wenn ihr dieses Video seht, auf dem Weg nach Frankreich. Darüber werden wir selbstverständlich berichten. Wir freuen uns hier ganz klar auf einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Auf der Rückreise war es etwas voller auf der Autobahn. Hier sehen wir die A3 kurz vor Oberhausen, kurz vor Duisburg, muss ich dazu sagen. Kurz vor Duisburg, da standen wir ein wenig im Stau. Ja, aber das gehört anscheinend auch in Deutschland immer wieder dazu. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Mich würde es freuen, wenn ihr dieses Video auch mal kommentiert und ob euch eine Nachvertonung besser gefällt als das permanente Brabbeln, wenn wir es direkt vertonen. Das würde mich interessieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Camp Monkey Olli und die Tina sagen danke. Tschüss. I don't wanna go home looking for a reason.